Kletterer sind ja sehr mobile Menschen. Also das heißt, wir nehmen uns ja auch das Recht raus, jedes Wochenende das Auto zu setzen und irgendwo in die Berge zu fahren. Und teilweise hier in den Dolomiten, wenn man hier unterwegs ist, die ganzen Pässe entlang fährt. Sicherheit ist lebenswichtig. Ich bin ein sehr ästhetischer Mensch und Ästhetik ist ein erhabener Augenblick. Diese drei Zinnen zu sehen, diese schroffen Felsen hier zu sehen, wie dann so die langsam so die Wolken so über die Berge so ziehen und die Sonne, dass dahinter untergeht. Ich meine, da geht einem halt so richtig das Herz auf. Also Präzision ist auch in der Planungsphase letztendlich schon auch spielentscheidend, kann man sagen. Man kann viele Fehler machen in der Planungsphase, die man dann halt natürlich schwer bereut dann in der eigentlichen Durchführung, wenn man an bestimmte Dinge nicht gedacht hat, auch an Ausrüstungsgegenstände zum Beispiel. Es kann durchaus sein, dass eine Unternehmung scheitert. Also das Unternehmen kann nur so gut sein wie die Planung selber. Bei so schwierigen Expeditionen kommt man vielleicht einmal in eine Situation, wo man sagen muss, da muss man jetzt einfach durch, weil sonst kommt man nicht mehr heim. Und dann ist natürlich schon auch diese Kraft, dieser Wille, dieser Durchhaltewille dann schon absolut entscheidend. Ich kletter seit über 35 Jahren und dann lässt man einfach den Körper einfach klettern. Man macht sich da gar keine so großen Gedanken mehr, wo der nächste Schritt, wo der nächste Tritt ist, wo der nächste Griff ist, sondern man klettert einfach in diesen Flow hinein. Und das ist dann ein einziger Bewegungsablauf, der nur unterbrochen wird, indem dass man halt eine Zwischensicherung einhängen muss. Scheiße! Man greift oft daneben. Am Anfang sind dann 500, 600 Meter Luft unter dir, da nimmt es dir fast den Atem. Aber dann so nach zwei, drei Tagen, dann ist das ganz normal, da stürzt es einfach runter und weißt ja, dass eigentlich nichts passieren kann. Das Seil hält Tonnen, die Haken sind alle fest, du kannst nirgendwo aufschlagen, also was soll passieren? Also in dem Moment, wenn ich aufbrechen kann, unterwegs sein kann, da empfinde ich immer eine unglaubliche Freude, dieses Privileg haben zu dürfen, dann auch diese Momente zu erleben. Und eigentlich sind wir Jäger dieser Augenblicke. Das ist eigentlich so für mich der wahre Reichtum im Leben.